Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Battlefield Play for Free. Dies ist jetzt eigentlich kein richtiges Let's Play, sondern eher nachkommentiert von Timo und von mir. Im Hintergrund seht ihr einen 36-0 Flawless mit der UMP auf Sharky. Die Aufsätze seht ihr hier unten links nochmal eingeblendet. Hallöchen Timo. Hallo, schön da zu sein. Freut mich, dass du mich eingeladen hast. Hat Spaß. Ja, cool. Also es ist jetzt halt kein live kommentiertes Gameplay, weil wir es gerade irgendwie nicht schaffen, was Gescheites aufzunehmen. Entweder verkackt der Timo oder ich verkacke oder wir sind in den falschen Teams. Deswegen haben wir uns einfach dazu entschlossen, dieses paar Tage alte Gameplay jetzt dazu zu verwenden, um halt ein bisschen über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Genau, es geht nämlich um das kürzlich erschienene G53 Pack zusammen mit dem Red Dot. Ich kann auch noch mal ein Bild davon einblenden. So, da seht ihr es. Es kostet, da könnt ihr es da kaufen, steht schön fett auf der Homepage drauf. Und ja, erzähl mal ein bisschen was dazu, Timo, was du davon hältst. Ja, also das G53 Pack kam ja, wann war das, Freitag, Donnerstag raus. Und soweit ich weiß, ist da die G53 mit dem Retter drin für 5.699. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Also auf jeden Fall halt ziemlich günstig. Weil das G53 ja Unlock-Preis 17.000 Funds, glaube ich, hat. Ich glaube mehr sogar. Ich glaube, das waren sogar 20.500. Also auf jeden Fall ziemlich teuer, die Waffe zu kaufen, bevor man sie freigeschaltet hat. Und jetzt halt das Pack rausgekommen ist und wirklich auf unserem Server haben wir heute schon wieder bestimmt 10 Leute gekickt mit G53 Rang 12, mit Red Dot und Rang 10 mit Red Dot und so weiter. Und also ich finde, da macht sich EA schon ganz schön ihr Spiel kaputt mit dem Pack oder mit überhaupt mit den Packs. Weil wenn jetzt man das mal weiterspinnt, kommt bestimmt bald ein 1180 Pack mit M145 wahrscheinlich oder sowas. Oder keine Ahnung, was sie noch rausbringen werden. Auf jeden Fall ist es halt wirklich krass, wie viele Leute jetzt mit diesen Low-Level-Waffen rumlaufen. Noch mehr Leute, als es vorher schon gab. Und naja. Mir macht's gar keinen Spaß mehr zu spielen auf Server, wo die solche Waffen oder so ein Pre-Buy eigentlich verboten ist. Ja, was machst du? Also eigentlich bin ich auch wirklich so ziemlich genau der gleichen Meinung. Ich muss bloß noch was ergänzen, weil ich meine, es gibt ja Leute, die spielen das Spiel ja schon seit vielleicht ein, zwei Jahren, seit der Beta, also vielleicht auch sogar schon seit der Beta und haben sich halt hochgelevelt bis Level 27 und haben sich dann diese Waffe gekauft. Ich glaube, der Jano von uns im TS, der hat sich auch hochgelevelt, hat sich dann das G53 von Credits gekauft und ich glaube, die kostet auch, ich glaube, 90.000 oder 75.000. Ja. Könnt ihr mich gerne verbessern, falls es jetzt falsch ist. Und ich finde es einfach wirklich total unfair gegenüber solchen Spielern, dass sich jetzt die ganzen Low-Levels sich dieses Pack für 5.500 Funds ungefähr dann kaufen können. Ja. Andere, die haben da viel Zeit reingesteckt und haben dann halt auch was erreicht, also dadurch, dass sie dieses Level erreicht haben. Ja, und dann... Genau. Also, ja, ist positive Aspekte gibt es ja natürlich dann auch. Zum Beispiel jetzt ein Low-Level, der jetzt vielleicht, keine Ahnung, vielleicht mit seiner UMP auskommen musste, obwohl die UMP ist eigentlich eine sehr coole Waffe, finde ich, auf Sharky besonders. Naja, der kann vielleicht mit der G53 besser spielen und macht reicht auch bessere Scores, also für den ist es natürlich von Vorteil. Naja, wenn man sich jetzt halt mal so, was ich so gehört habe, wenn man sich das Forum oder die Posts halt anliest, durchliest, was die Leute schreiben, viele schreiben, wow, so ein Scheiß, jetzt wird's, also haben unsere Meinung, wird's viel schlimmer mit den ganzen Leuten, die solche solche High-Level-Waffen benutzt mit Rang 12 oder so. Aber es gibt halt auch Leute, die sagen, hey cool, mit der G53 bin ich dann voll gut und kann endlich mal gescheit spielen, weil die Waffe ist ja voll genau und verzieht fast gar nicht. Und ich find's dann halt irgendwie, naja, weiß nicht. Wenn Leute anfangen und als erste, was sie machen, ist gleich mal 5000 Pfanzen in G53 in Red Dot holen, das ist halt irgendwie nicht der Sinn der Sache. Und man sieht ja auch, dass man auch mit einer UMP gute Scores reißen kann und bester im Game sein kann, etc. Und da braucht man keine G53 mehr. Oder dafür. Das geht ja auch mit einer UMP und deswegen ist es eigentlich nur, weil die Leute zu faul sind, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen, weil die Leute zu faul sind, ein bisschen Zeit zu investieren und sich Zeit zu nehmen, das hochzuleveln, wollen einfach sofort die guten Waffen haben und dann kommt halt sowas bei raus. Und EA geht auch noch darauf ein. Ja, also das stimmt natürlich auch wieder völlig und ist echt
ätzend und ich kann euch eigentlich sagen, es ist eigentlich schon recht logisch, dass wenn sie ein Level 27er, also ein Pack mit der Level 27er Waffe raushauen, dass die anderen auch kommen werden, also M82, Pechenek und L85, wie der Timo auch schon angesprochen hat. Mit welchen Attachments weiß ich nicht, aber um die Attachments, bei den Attachments ist mir eigentlich auch relativ egal. Es geht mir eher darum, dass sich dann die ganzen Low-Leveler da ihre schönen OP-Waffen kaufen können. Ja. Und es geht dann echt auf Dauer wirklich auf die Nerven, weil ist einfach so, ich habe jetzt die letzten zwei Tage kaum einen guten Server gefunden, als ich spielen wollte. Entweder waren Level 30er überall drauf, da will ich natürlich nicht drauf spielen. Und wenn dann mal ein Server ist mit schlechteren Leuten, mit so zu Leveln zwischen so 10 und 20, wie ich ja auch hier mit diesem Account auch bin, dann denke ich dann natürlich, ja, cool. Mein Level ungefähr, join ich drauf, werde als erstes mal natürlich wieder von der L85 gekillt, von Level 12 oder so. Und darauf habe ich eigentlich keine Lust, und wenn EA dieses das alles noch unterstützt, dann denke ich, ja, das ist ja das Schlimme. Also ja. Ich finde, in einem Play-for-Free-Game, natürlich müssen sie sich irgendwie finanzieren, das ist ja ganz klar. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man irgendwie, keine Ahnung, alle Waffen umsonst haben sollte und dann frei entscheiden kann, welche Waffen man nehmen will heute mal. Das ist natürlich klar, dass die sich auch irgendwie finanzieren müssen. Aber im Moment schlachtet EA einfach diesen Play-for-Free-Titel, also Battlefield Play-for-Free, nur noch aus mit den ganzen Angeboten. Die könnten es so machen, dass man levelt und dann halt, wenn man das Level hat, sich die Waffe kaufen kann. Aber ich finde es voll unnötig, sich die Waffen zu kaufen, bevor man das Level hat. Könnt ihr ja mal schreiben, was ihr davon haltet, in die Kommentare. Genau. Genau. Wir unterbrechen das jetzt. Hier seht ihr nochmal kurz den Score. Das Gegnerteam war ziemlich machtlos. genau. Also wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Hoffentlich ist zu dem Zeitpunkt noch nicht irgendein L85-Pack erschienen oder so. Weil wir kriegen noch ein gutes Game mal hin. Wenn EA wirklich dasselbe macht wie mit Battlefield Heroes, das Game ist total abgekackt. Ja. Das Game total abgekackt, Spaß, viele ja. YouTuber haben einfach dieses Spiel aufgehört zu spielen. Und keine Ahnung, was man davon irgendwie noch halten soll. Ja, da muss man schauen, was EA jetzt in nächster Zeit bringt. Ja, ich meine, EA ist so groß, die haben die ganze Battlefield-Serie, die haben Sims. Naja, ich meine, die können auch aus genügend anderen Spielen ihr Geld schlagen. Aber nein, sie müssen hier diese Play-for-Free-Shooter völlig zerstören und nicht mehr spielenswert machen. Ja. Und naja, Need for Speed haben sie auch noch. Ja, also eben. Also wir beenden das jetzt, wir wollen uns jetzt eigentlich nicht mehr wirklich weiter damit auseinandersetzen, weil es einfach ein ziemlich beschissenes Thema ist und mit der Zeit einfach nur noch langweilt. Genau, also auf unserem Server sind die Waffen verboten und das finden wir auch gut so, oder auch überhaupt ist Pre-Buying verboten und da kann man auch noch halbwegs gescheit drauf spielen meistens. Genau, also join unserem Server, wir spielen, werden die meiste Zeit nur noch da spielen, wenn er gerade voll ist. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Play for Free, wahrscheinlich wieder auf unserem Server dann aufgenommen. Genau. Ja, bis zum nächsten Mal. Gut. Ciao. Ciao.